drank. Nah, I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch die 5 größten bzw. besten, weil sie ja dadurch auch den größten Erfolg haben, Minecraft-YouTuber vorstellen. Und wir fangen an mit Platz 5. Vorab möchte ich noch sagen, es handelt sich hier nicht Leute, die nur Minecraft hochladen. Und diese Liste beschränkt sich auf den deutschen Raum, also auf die deutsche Minecraft-Szene. Platz Nummer 5 ist Gome HD, der sich zwar noch nicht gezeigt hat, aber immer noch einen immensen Einfluss auf die Minecraft-Szene hat. Trotz sinkender Klicks hat er immer noch beträchtliche Summen und führt auch den größten deutschen Minecraft-Server. Platz Nummer 4, Revenside. Er bringt zwar nicht mehr nur Minecraft, hat aber immer noch einen Großteil Minecraft-Videos auf seinem Kanal und führt mittlerweile auch einen sehr erfolgreichen Minecraft-Server. Platz Nummer 3 wird von Paluten eingenommen, der durch fast ausschließlich Minecraft-Content extrem gehypt wird und mit ruhigeren Formaten überzeugen kann. Platz Nummer 2. Er ist wirklich schon lange dabei, Germ Let's Play. Hat sich ebenfalls noch nicht gezeigt und macht immer noch sehr viele Klicks mit Minecraft. Und die allumfassende Nummer 1. Ich glaube, niemand hat die Minecraft-Szene so sehr geprägt wie er. Gronkh. Viele hätten ihn jetzt wahrscheinlich nicht als Minecraft-YouTuber eingeschätzt, weil er ja mittlerweile hauptsächlich schon andere Let's Plays hat und Minecraft nur noch so nebenbei hat. Allerdings finde ich, wenn man über 1000 Folgen Minecraft hat und einer der Leute war, die dafür verantwortlich sind, dass Minecraft bekannt wurde, hat man einen Platz in dieser Top-List verdient. Der erste Platz geht also an Gronkh. Am Ende bleibt mir noch zu sagen, wenn euch dieses Video irgendwie informativ helfen konnte oder euch unterhalten hat, würde ich mich über eine positive Bewertung oder vielleicht sogar ein Abo extrem freuen. Viel Spaß auf YouTube noch und bis zum nächsten Mal.